beim Fieber in der Früh wieder an unser Projekt. Und ja, es ist innen schon einiges passiert und heraus auch schon einiges. Ja, also innen sind wir die Menschen am Werken. Wir dann die Blogs aufstellen, wir machen Fotoalbums, Facebook, Insta. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen, was wir eigentlich alles so tun. Genau. Ich glaube, ein Video ist auch noch erstellt worden gestern schon. Ja, genau. Wirst natürlich heute dann auch wieder Videotagebuch kriegen. Was hat sich heraus da? Links und rechts von der Kapelle sind zwei große Mammutbäume gestanden, die haben wir gestern schon umgerissen, dass wir da immer Platz haben, dass wir sie da verwirklichen können. Gestern in der Nacht haben wir schon unsere Holzmänner angefangen, Sitzgelegenheiten zu machen, eine Hollywood-Schaukel wird gemacht, Info drauf wird gemacht, dass die Geschichte von der Türkenkapelle ein wenig gezeigt wird. Und ja, jetzt sieht man gerade, dass die Urmer und die Menschen daran arbeiten, dass die Baum wegbringen jetzt. Dass wir da hinten schon Platz haben, die Infotafeln zu aufstellen. Die Infotafeln sind in der Nacht schon gemacht worden und werden jetzt fertiggestellt. Und jetzt schauen wir noch schnell hier zum Wasser drauf, was da noch gemacht wird. Ja, wir sind da jetzt beim Brunnen in Hochscheid, wo es auch saniert gehört. Wir haben da das Problem, dass er schon ein wenig ausgerunnen ist. Der ist schon ein wenig offen. Und die Aufgabe war, dass wir das wieder verdichten und sie da ein wenig verewigen mit einer Infotafel mit der Historie zum Brunnen. Ja, Michi, wie geht's euch? Was habt ihr vor? Wie schaut das jetzt aus? Wir machen da eine Mail hinten. Dann auf die Mauer können wir dann eine Infowand drauf machen. Mit dem Logo, Landjugendlogo und ein paar Bügel. Schauen wir mal, ob es so geht, wie wir es jetzt vorstellen. Oder nicht. Auf alle Fälle. Und das wird es noch dichten, gell? Ja. Perfekt. Haut hin. Danke sehr. Ja.